Livia, ein Wort, das du als Regisseurin häufig brauchst. Ja, da gibt es Verschiedenes. Nochmal von vor oder nochmal der gleiche Lauf oder nochmal den Bogen. Einfach immer nochmal. Was war als Kind dein Traumberuf? Als Kind wollte ich Friedensstifter werden auf der Welt. Ich hatte immer den gleichen Traum, dass ich vor den Menschen stehe und denen sage, wie der Frieden geht. Und es ist dann ein bisschen auf der Strecke geblieben mit gewissen Desillusionen, die sich eingestellt haben, dass es vielleicht nicht so einfach geht. Und darum bin ich jetzt Theaterregisseurin geworden. Das ist nicht so für den Frieden, aber ich kann auch den Leuten sagen, wie es geht. Und was ist dein Wunsch für die Zukunft? Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass die Welt ein besserer Ort wird. Im Moment finde ich es ziemlich fatal, was abläuft. Ich habe wirklich den Eindruck, der Mensch lernt nicht einfach aus den Fehlern. Und ich glaube, was man mal als erstes müsste, wäre die Religionen abschaffen. Einfach verbieten, das Zeug. Er hat mal den folgenden Satz fertig. Wenn ich ein Mann wäre, dann wäre ich Theaterregisseur. Und jetzt zeige ich es doch mal noch dein Gesicht, wenn du das freies Nashorn siehst.